Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Wochenvideo vom Zen Garden Team Paraguay. Und heute gibt es genau zwei Highlights. Und wenn euch die zwei Highlights gefallen, dann gebt uns doch bitte einen Daumen hoch hier direkt jetzt unter dem Video. Und lasst euch überraschen, was die Wochenhighlights sind. Bevor wir zu den zwei Highlights dieser Woche kommen, möchte ich euch hier noch mein Moringa-Bäumchen zeigen. In Europa kennen wir Moringa gerne als Pulver, hier gibt es auch als Gel. Und so sieht das Moringa-Bäumchen aus. Wir haben selbst jetzt schon geerntet, die Blätter, und lassen sie trocknen für Tee. Und das ist ein Moringa-Bäumchen. So, und dahinter seht ihr unsere bisherige Bananenplantage. Die sind hier zum Großteil zwischengeparkt, das heißt, die werden wir groß werden lassen. Deren Kleine, die dann nachkommen aus den Rhizomen, die werden wir dann woanders hinsetzen, um sie dann im Zen-Garten eben besser zu verteilen und auch zu Dekozwecken. Und natürlich nahrhaft, wenn die Bananen dranhängen. Ein weiteres Highlight zeige ich euch gleich. Ja, das ist nicht wirklich ein Highlight, aber es ist für uns etwas, was wir in Eigenregie gemacht haben. Der Zaun ist bis auf diese Öffnung hier fertig. Da müssen wir jetzt diese Woche noch mal ran, aber die zukünftigen Baumaterialien sind hier jetzt einfach wirklich hinter so einem hohen Zaun gut vor aller Blicke gesichert. Und beim Weiterbau wird es dann richtig abgeschirmt sein. Und hier eins der beiden Highlights dieser Woche. Unsere Fenster sind da. Und die schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an, aber ihr seht, die fünf Fenster für diese zwei Doppelhaushälften sind da und eingebaut. Wir gehen mal nach innen. So, hier gehen sie auf. Ihr seht, mit Fliegengitter, ja, kann man auch verschieben, so dass, wenn man die andere Seite aufmachen will, man kann sowieso, da das Schiebefenster sind, nur eine Fläche aufmachen, was Sinn macht. Und damit reicht ein Fliegengitter, aber hier schön, das seht ihr hier, doppelt verglast, ja, das sieht man auch hier unten, doppelt verglaste Fenster, also alles wirklich auf dem neuesten Stand der Technik. Ja, das hier ist jetzt einfach nur, damit der Maler beim Malern eben nicht beschädigt, das kommt dann natürlich weg. Und ich gehe mit euch nach oben, denn oben haben wir das nächste Highlight. Hier ist übrigens jetzt auch schon wirklich alles ziemlich fertig hier unten. Schaut es euch an. Und unsere Mina möchte gucken. Mina traut sich allerdings nicht die Treppe hoch. Aber sie guckt immer von hier unten dann noch mit. So. So, und jetzt sind wir im ersten Stock vom Haus Orchidee und ihr seht, der Boden ist fertig gefliest. Und die Wände sind vorbereitet, dass am Montag und Dienstag die Wandfarbe hinkommen kann. Und das Gleiche seht ihr hier auf dieser Hälfte, ja, das Kinder- oder Arbeitszimmer. Im Haus Orchidee, auch hier ist der Boden gefliest. Sehr gute Arbeit, muss ich sagen, ein sehr guter Fliesenleger. Und wir gehen jetzt einfach mal ins andere Haus. Was ihr hier noch sehen könnt, ist das Stück Estrich, das hier am Freitag noch nachgebessert wurde. Denn kommende Woche kommen auch die Türen und der Estrich war halt nur bis ungefähr hierhin und dann auch noch irgendwie so ein bisschen wellig. Und dann kam der Türenbau, um sich anzugucken, ob wir die Türen anbringen können und hat gleich den Arbeitern gesagt, so geht das nicht. Der Estrich muss bis hier vorne möglichst gerade hingemacht werden. Und das haben sie an beiden Häusern jetzt nachgebessert. Und somit können wir nächste Woche die Türen einbauen lassen. So, auch hier seht ihr schön die Fenster. Und ich gehe mit euch nach oben. Hier unten ist inzwischen übrigens auch alles verputzt und getrocknet. Zum Teil jetzt schon ein bisschen auch geweißelt, so angefangen.
Der Elektroinstallateur ist dabei, die Kabel in die Leerrohre reinzubringen. Also ihr seht, hier geht's richtig gut voran. Bevor wir jetzt hier in das Zimmer reingehen, seht ihr, hier wird vorbereitet für den feinen Estrich. Der grobe Estrich ist ja schon seit längerem da. Und auch hier, dieses Zimmer ist fertig gefliest. Hier haben wir Fliesen mit einem dunkleren Touch genommen, weil es besser zu den Möbeln passt, die wir hierfür ausgesucht haben. Gestrichen und vorbereitet ist hier noch nichts, aber auch hier haben wir das Fenster. Na, hier das Fliegengitter und hier doppelt verglaste Fenster. Hier oben übrigens mit Tönung, damit einfach das auch angenehmer ist im Sommer, wenn die Sonne sehr, sehr knallt. Übrigens für euch, das ist die Konstruktion, mit der hier die Maurer den oberen Teil des Flurs verputzen. In Deutschland sowas undenkbar, gegen alle Arbeitssicherheitsrichtlinien. Hier der ganz normale Alltag und Wahnsinn. So, schaut mal, wie brav die Luna, ich habe übrigens den Namen verwechselt, das ist natürlich unsere Luna, wie brav die Luna auf uns gewartet hat, weil sie sich die Treppe nicht hochlaufen traut. Ja, was ist sonst noch passiert? Unsere Pflanzenkläranlage ist letzten Samstag fertiggestellt worden. Das sieht alles noch sehr, sehr überschaubar aus. Aber wenn diese Pflanzen mal Fuß gefasst haben, das sind zum Großteil Kanas, aber auch andere, und sich dann vermehrt haben, sodass man den Sand kaum noch sieht vor lauter Pflanzen, dann wird das richtig, richtig massiv schön sein. So, nochmal. Bitte ein Daumen hoch für das Video, wenn es euch gefallen hat. Lasst es euch gut gehen. Alles Liebe, bleibt gesund und vielleicht sehen wir uns mal hier im Zen Garden Paraguay, wenn ihr bei uns in einem dieser beiden Doppelhaushälften zur Miete kommt, uns besuchen kommt und ja einfach einen Ratsch mit uns macht. Also, bis dann. Tschüss.